Oh, Alter, was geht ab, Leute? Schaut mal, was für ein massives Teil ich habe. Nicht falsch verstehen. Ionos? Warte, Ionos, da wo das Taxi ist. Gehypter, kranker Gyros. So to go, richtig auf die Hand. Boah, ich habe was Geiles gesehen. Gyros Calamari Teller. Der sah saftig aus, aber ich habe mir das hier gegönnt. Nur 5,90, Digga. 5,90? Stell dir vor, mittlerweile Döner kostet 6,50 oder so bei uns. Und das ist einfach... Boah. Es ist Montag. Montag ist so büromäßig Day. Ein paar Sachen erledigen, Bürokratie. Bin relativ früh aufgestanden, habe alles erledigt. Buchhaltung, Rechnung geschrieben, Rechnung bezahlt. Ein paar E-Mails beantwortet, ein paar Sachen organisiert. Ihr wisst Bescheid. Oh mein Gott. Digga, was ist das, Mann? Digga, das ist doch viel zu viel. Junge, ey. Jetzt ein bisschen rausgehen, ein bisschen spazieren. Vielleicht ein Bubble Tea gönnen, aber bei der Menge weiß ich nicht, ob ich danach noch kann. Ein bisschen an Hongs Tour arbeiten. Ihr wisst, seit einer Woche bin ich back im Büro. Im Büro. Und kümmere mich wieder um Hongs Tour. Alter, was ist das für ein Teil, Mann? Also ich kann jetzt schon sagen, ein bisschen trocken. Jetzt ist das alles ohne Soße hier. Können wir den Fleischtest machen? Hm? Also das Fleisch ist lecker. Zart, saftig. Nur Pommes, echt krank hier. Und halt trocken. So sieht der aus, Leute. Pommes war nur eine Obergeschichte, das geht eigentlich voll klar. Und das Pita ist relativ dick, deswegen sieht es ein bisschen fetter aus, als es eigentlich ist. Aber trotzdem eine stabile Portion. Und viel mehr als der 0815 Döner eigentlich. Der mehr kostet sogar mittlerweile. Eine schöne Location. Das ist die alte Pinakothek. Das daneben, das graue da, ist die moderne Pinakothek. Das hinter uns ist die neue Pinakothek. Hier treffen sich alle Pinakotheken zusammen. Max Vorstadt, falls ihr mal hier in München seid, Museumsviertel, sehr beliebt. Hier die zwei, die Grünwiese, Grünfläche hier und auf der anderen Seite mega voll. Da spielen die immer dieses eine Spiel, wo so ein Trampolin in der Mitte ist, dieses kleine, und dann schmettern die da drauf und dies, das. Also hier vorbeischauen lohnt sich auf jeden Fall an einem chilligen Sonntag, sonnigen Sonntag. War mega, mega saftig. Der Rest unten natürlich alles runtergelaufen, kein Fleisch mehr, kann man wegschmeißen, aber war mega saftig. Geht raus an Dingti. Die haben noch Plastikstrohhalme. Ich weiß, schlecht für die Umwelt und so, aber man kann wenigstens durchstechen. Vanille-Milk-Tee, kranken. Alter, es ist Montagmittag und die Stadt ist voll, Mann. Voll. Was ist das, Mann? Haben die Leute keinen Job? Sind das auch alles Bitcoin-Investoren, Krypto-Investoren? Schaut mal das. Auf der anderen Seite sind auch noch zwei von diesen Dingern. Das ist Tor Nummer 2, Sendlinger Tor. Und da sind 2, 3, 4 Stops. Die will ich ein bisschen vereinfachen. Da habe ich gesehen, das ist noch zu schwer. Da hat letztens Dimi so gefragt, wann ist Tor 2 eigentlich fertig? Ich so, wenn ich mich drum gekümmert habe. Das ist eine Ein-Mann-Show. Alles nur so viel, wie ich halt mache. Jetzt muss ich hier nochmal schauen. Also da haben wir so eine Art Zahlencode-System. Reihenfolge, da werden dir so 2, 3 vorgegeben und dann musst du das Gesuchte finden. Also das besteht alles aus 3 Codes und dann musst du bei dem anhand von den anderen, die du vorgegeben hast, erkennen, den Code sozusagen erkennen. Und das ist halt super complicated. Gefällt mir nicht so, deswegen muss ich mal schauen und irgendwas da hier vereinfachen für die Leute. Mir ist sogar eine Idee gekommen. Alter, wisst ihr, wie oft ich da schon stand und wie lange ich da schon stand, einfach davor und überlegt habe, was kann man machen. Und mir ist eine Idee gekommen, also ich habe es noch nicht alles komplett ausformuliert, aber mir ist so ein Gedankenweg gekommen, den man hier anwenden könnte, um das Rätsel anders zu gestalten, leichter zu gestalten, der mir persönlich besser gefällt.
Also das Rätsel hier ist perfekt. Das gefällt mir. Ich wollte euch nur die Location zeigen. Das Tor da vorne. Es ist halt so geil für Fotos, Mann. Da haben wir auch direkt ein paar Produktbilder für die Webseite geschossen, Mann. Das ist einfach krank. Also übertrieben, aber es ist echt cool. Es hat einfach irgendwie so was Mächtiges, Mysteriöses, passend für Hongs Tour, oder? Du denkst dir einfach, wenn du davor stehst, so Sesam, öffne dich, du öffnest es und dahinter ist so eine Schatzkammer, irgend so ein geheimer Trank, der dich unsterblich macht oder so. Apropos verrückte Sammlung und so, Briefmarken, Münzen, wegen meinen Ex-Deo-Dosen, Alter. Ich habe schon ein paar Kommentare gelesen. Mein Gott, wie kann man 2K jetzt für Deo-Dosen ausgeben? Ja, was soll ich machen, Mann? Ich muss sagen, ich habe momentan echt den Luxus dazu. Das ist, klingt doof, klingt angeberisch. 2K oder 1, irgendwas K ist momentan für mich echt gar nichts. Auch wenn Bitcoin und Krypto der Kurs echt low ist, Mann. Klar, jetzt eigentlich weniger Geld ausgeben und dann ist es später noch mehr wert. Also momentan, wenn ich irgendwie DeFi umtausche in Bitcoin oder Bitcoin in Euro, um irgendwas zu kaufen, ist natürlich nicht so effektiv, wenn ich das machen würde, wenn es ein bisschen höher wäre. Aber ich mache trotzdem immer noch genug. München, Gärtnerplatz, heute auch sehr beliebt. Zu Corona-Zeiten hier die ganzen Leute auf den grünen Flächen gesessen und gesoffen. Und links und rechts sind 2 Statuen, das sind auch Rätselstops von Hongs Tour. Aber auch da, also da muss ich sagen, das Rätsel kommt 100% von mir. Da habe ich ein bisschen zu hart den Detective Conan rausgehauen. Das Rätsel ist echt andere Liga. Das ist echt so Death Note um 4 Ecken gedacht, Mann. Und das muss ich mir jetzt ein bisschen vereinfachen. Apropos von dem Macher von Death Note kommt ein neuer Anime raus, habe ich gesehen. Oder ist rausgekommen, irgendwie sowas. Das ist ein Detektiv, apropos Detective Conan. Ein Detektiv und passend zur Tour natürlich ein Stop, ein Rätsel. Und ich bin halt so hart drauf hängen geblieben, weil da drunter ist eine Telefonnummer, das gehört zu einer Detektei. Und ich bin halt so drauf hängen geblieben, dass man das Handy verwendet und auf das Pad schaut, das Zahlenpad, und sozusagen die Zahlen im Handy auf dem Pad in Buchstaben umwandelt. Ihr wisst ja, jede Zahl entspricht, zum Beispiel 4 entspricht GHI oder sowas. Sowas und da dann irgendwas mit dem Rätsel macht. Aber da erstmal drauf zu kommen und die Leute darauf hinzuweisen, ist so kompliziert. Das überfordert die Leute, glaube ich. Aber ich finde es halt so genial. Passend dazu. Also irgendwie muss ich das schaffen. Oh yeah! Keine Produktplatzierung. Erstmal ein kühles Synergy, oh mein Gott! Ich bin echt süchtig danach geworden. Look at this! Look at this! Look at this! Daily Vlog wird geschnitten. 3 Monate oder so sind wir am Start. Ich habe eine Umfrage auf Insta gesehen. So eine Entweder-Oder-Umfrage von einem, dem ich folge. Das war, willst du lieber 1 Million sofort oder jeden Monat für immer 5K? Und ich war schockiert. Also schreibt gerne unten in die Kommentare, was ihr wählen würdet von den 2 Sachen. Ich war schockiert, was die Mehrheit bei dem geantwortet hat. Die Auflösung gibt es beim nächsten Mal. Es ist keine Interpretationssache. Eine Sache ist richtig. Und ich frage mich, also ich habe es auch auf Insta gepostet, meinem. Und ich frage mich, ob meine Community es weiß, weil ich war schockiert von seiner Community. Was für ein Schmarrn die gewählt haben. Auflösung in der nächsten Folge. Das war's von mir, Leute. Wie immer. Und dieses Gyros. Ich habe das ja auch auf Insta gepostet. Folgt mir gerne auf Insta. Das hat ganz viele Leute fasziniert, weil es so mächtig, riesig war und auch so softig aussah. Aber das war's von mir, Leute. Wie immer, liken, subscriben, kommentieren. Checkt die Videos ab, folgt mir auf Instagram. Schaut am Freitag auf Twitch vorbei oder allgemein vielleicht. Keine Ahnung, wie es mit Twitch so weiterläuft. Ob wir da mehr machen, weniger. Ansonsten natürlich in Bitcoin, DeFi investieren, Cashflow generieren. Serious Business und ciao.